Ehrlich gesagt hasse ich es ein bisschen, das zuzugeben, aber ich bin ein unfassbar mieser Zeichner. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen und hallo, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin immer noch mitten im Umzugsprozess und es gibt noch keine finale Idee, wie ich das mit meiner Kulisse hier in Zukunft handhaben möchte, wenn ich ehrlich bin. Will hier aber trotzdem so langsam mal wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit in die Videos bekommen. Also dachte ich mir, lasst uns einfach ein schnelles Video machen über ein Tool, über das ich vor ein paar Tagen online gestolpert bin und das ich ziemlich interessant finde. Ich spreche von Nvidia Canvas. Das ist eine KI-gesteuerte Software, die Pinselamateuren wie mir helfen kann, nette Landschaften zu malen. Wenn ihr es selber mal probieren möchtet, einfach dem Link zu Canvas in der Videobeschreibung folgen. Okay, los geht's. In der oberen linken Ecke kann man sehen, dass Canvas sich noch in der Beta befindet. Das heißt, bevor es letztlich veröffentlicht wird, können sich noch einige Dinge ändern, sowohl am Design als auch hinter den Kulissen. Auf der linken Seite haben wir hier eine Werkzeugleiste. Da haben wir zum Beispiel ein Malwerkzeug, ein Strichwerkzeug und so weiter. Und auf der rechten Seite drüben sind die Materialien, die Ebenen und einige verschiedene Stile, über die ich in einer Sekunde noch sprechen werde, zu finden. In der Reihe oben können wir ein neues Dokument erstellen, ein bestehendes öffnen, unsere Arbeit speichern oder als PSD oder PNG exportieren. Daneben befindet sich noch ein Undo-Button. Wir können hinein- oder herauszoomen und wir können die Arbeitsfläche ändern von dieser Standard-Dual-Ansicht in entweder die Map- oder die Image-Ansicht. Und das ist schon der gesamte Überblick. Meiner Meinung nach sehr übersichtlich im positiven Sinn. Und nun zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Zuerst benenne ich diesen Layer um und zwar in Clouds, nur um alles schön organisiert zu halten. Dann wähle ich das Material, mit dem ich beginnen möchte, in diesem Fall Wolken. Als nächstes muss ich einen Pinsel und die Pinselgröße auswählen. Und jetzt ist es Zeit zu malen. Es spielt keine allzu große Rolle, auf welcher Seite ich male. Ich würde sagen, wie es beliebt. Und wenn ich dann mit meinen Wolken zufrieden bin, erstelle ich einfach eine neue Ebene. Lasst uns hier eine Wiese im Vordergrund einfügen. So ungefähr. Hübsch. Und dahinter hätte ich jetzt gern das Meer. Gut, jetzt noch ein paar kleinere Felsen vorn auf der Wiese. Und nun sagen wir, es hat heute Morgen geschneit. Schon ganz cool, aber nee, ohne Schnee hat es mir doch besser gefallen. Ich blende die Ebene einfach aus. Und das Letzte, was ich euch jetzt zeigen möchte, sind diese Stile. Mit denen kann man super einfach verschiedene Beleuchtungsszenarien ausprobieren. Schon praktisch. Und falls ihr die Software mal testen möchtet und den Entwicklern helfen wollt, könnt ihr hier diese kurze Umfrage mitmachen. Ja, das war's schon. Ordentliches kleines Helfertool von Nvidia. Macht das jetzt echte Zeichnungen überflüssig? Nö. Natürlich nicht. So ein Blödsinn. Aber was ich bei solchen Tools immer total spannend finde, ist darüber nachzudenken, wohin die Reise von hier aus in Zukunft noch gehen könnte. Im Moment ist das erstmal nur ein nettes Tool in der Entwicklung, aber denkt mal für eine Sekunde über sein Potenzial nach. Da, finde ich, wird es dann richtig spannend. Das ist alles von mir für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wenn ja, dann hoffe ich euch auch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, bleibt bitte sauber und macht keinen Quatsch. Tschüss.